Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Saranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf diesem Kanal, und zwar Diablo 4. Ja, wir sind am Start, mal wieder im Blizzard-Universum. Lange haben wir darauf gewartet. Ich glaube jetzt mittlerweile, wie viele Jahre? 11 Jahre? 12 Jahre? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall eine sehr lange Zeit, mehr als ein Jahrzehnt. Und nun ist es endlich soweit. Diablo 4 ist draußen und wir dürfen uns wieder in die Hölle stürzen. Ich habe mich schon mal einen Charakter erstellt, einen Druiden, einfach aufgrund dessen, dass ich das mit am interessantesten finde und das ja auch ja so gesehen die neue Klasse in Diablo 4 ist. Und ich würde mich dementsprechend sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr euch zurücklehnt, wenn ihr das enjoyt, wenn ihr Spaß habt, und ja, würde mich auch sehr über euer Feedback freuen, ob ihr Bock habt auf dieses Projekt. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was wir alles mit Diablo 4 erleben werden. Ich bin auch sehr, sehr gespannt auf den Druiden und auch vor allem sehr gespannt auf die Story. Und in dem Sinne würde ich auch schon sagen, lasst uns einfach mal reingehen, reinstarten, und dann wird sich auch alles im Laufe der nächsten Folgen zeigen. Und ja, in dem Sinne, wir haben alles erstellt, der Name ist ready, wir drücken auf Fertigstellen und dann sollte es eigentlich auch schon losgehen. Wir müssen hier unten auf Spiel starten drücken, kleiner Fail an der Stelle. So, wir wählen die Weltstufe 1, Abenteurer. Auch wenn ich theoretisch für Veteran gehen könnte, aufgrund meiner Diablo-Erfahrung, weil ich eigentlich schon relativ viel Diablo 3 gespielt habe. Aber wir gehen hier mal auf Weltstufe 1, einfach um ein smootheres Erlebnis zu haben, da Veteran unter Umständen schon tricky sein könnte. Ich habe Diablo auch schon ein bisschen angespielt und ja, manchmal ist es gar nicht so leicht, wie man vielleicht zu denken mag. Deswegen, wie gesagt, Weltstufe 1 ist natürlich jedem selbst überlassen, aber wir starten einfach mal rein mit Weltstufe 1 und schauen mal, was passiert. Sanctuario war nie für die Menschheit bestimmt. Die Welt wurde als Zuflucht vor dem Krieg zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen geschaffen. Doch stattdessen wurde sie nur zu einem weiteren Schauplatz dieses ewigen Konflikts. Ein Geheimbund namens Horadrim hat die Sterblichen beschützt. Doch nun ist dieser einst mächtige Orden nur noch ein Schatten seiner selbst. Und die uralten Schöpfer Sanctuarios sind zurückgekehrt, um die Herzen der Menschheit für sich zu beanspruchen. Dies ist die Geschichte ihres Niedergangs.
Ich sollte mir eine bessere Zuflucht suchen, bevor ich erfriere. So, Leute, und dann sind wir auch schon drin im Getummel. Wir schauen jetzt mal unten. Die FPS-Anzeige habe ich jetzt einfach mal angemacht. Der Einfachheit halber. Und ja, wir checken mal ganz kurz unsere Ausrüstung ab. Ist noch tatsächlich relativ basic. Mit einem Totem in der Hand. Ne? 10.000 Gold hier am Start. Ich glaube, das haben wir. Ist es charakterübergreifend? Das kann sein. Ich habe schon mal ein bisschen angezockt. Aber, nee. Dann würde ich sagen, geht es los mit unserem Abenteuer hier in Sanctuario. Erfahrungsgemäß war da hinten jetzt nicht so viel, deswegen ich laufe direkt mal hier straight. Straight mal hier hin. Die kriegen ein paar mit dem Knüppel über dem Latz. So. Eigentlich muss ich hier noch gar nicht so taktisch vorgehen, aber ich mache es jetzt trotzdem einfach mal. So. Pass auf, wir können hier ein bisschen was kaputt schlagen, das passt schon. Und ich guck mal ganz kurz, dass der Sound nicht zu laut ist. Wir stellen ihn mal auf 15, nochmal einen Ticken weniger, damit das nicht zu stark wird in manchen Momenten. Eine weitere verlassene Stadt. Eine verlassene Stadt. Überall Reißzähne in der Dunkelheit. Ja, er hat mich gebissen. Eieiei. Er ist wild. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Da sind die Kollegen nämlich hier am Start. Was wollen sie denn? Was wollen sie denn? Da reden wir mal mit Oswin hier. Was geht hier vor? Berg in der Dämmerung. Was geht es euch an? Oswin, seid still. Es tut mir leid, Wanderer. Ihr kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Dieser Verrückte ist einfach in die Stadt getorkelt und hat Ärger vom Zaun gebrochen. Dämonen aus den Ruinen. Töten uns alle! Töten uns alle! Ruin? Wovon redet er? Kommt, ich erkläre es euch. Ja, da wird jetzt mal Zeit für eine Erklärung. Wir kommen hier mitten in eine verlassene Stadt und jetzt scheinen hier irgendwelche Dämonen. Etwas Böses regt sich in den Ruinen im Norden. Der arme Mönch dort muss hineingegangen sein. Selbst ein heiliger Mann wie er wurde von dem, was er sah, in den Wahnsinn getrieben. Ja, bin ich jetzt mal gespannt. Hier sind die ganzen anderen Kollegen schon am Chillen. Warum sind die jetzt eigentlich hier so ganz entspannt? Warum sind die jetzt eigentlich hier so ganz entspannt am Chillen und gerade eben hatten wir voll die Probleme? Beziehungsweise die in dem Haus da hinten hatten voll die Probleme. Die könnten ja theoretisch auch einfach hier reingehen können. Naja, was haben wir denn hier? Wir haben Tovri. Wenn Dev mir den ganzen Platz am Feuer besetzt, schubst ihn einfach. Wie bitte? Habt ihr etwas gesagt? Ein wärmendes Feuer. Gibt es in dieser Welt doch noch was, wofür man dankbar sein kann? Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, sehr warm. Da würde ich mich auch gern dran stellen. So, aber wir reden mal mit Vani, die hat eine Quest für uns. Hier ist es nicht sicher. Könnt ihr uns vor dem beschützen, was dort draußen lauert? Wir können uns an niemanden sonst wenden. Das Böse in diesen Ruinen ist ein Affront gegen die Natur. Ich werde die Dinge bereinigen. Wirklich? Oh, vielen Dank. Und wir haben ein Level Up, Stufe 2 plus einen Fertigkeitspunkt. Dann können wir direkt mal reingucken. So, Moment, wir drücken hier einmal A und dann können wir uns mal ein bisschen durch die Fähigkeiten lesen. Was haben wir denn hier? Erdspieß. Spaltet die Erde, durchbohrt den nächsten getroffenen Gegner und verursacht 5 Schaden. Okay. Dann haben wir, verwandelt euch in einen Werbären und fällt Gegner vor euch an, wodurch ihr 7 Schaden verursacht. Anfallen. Dann haben wir Windschere. Beschwört eine durchschlagende Windklinge, die 6 Schaden verursacht. Sturmschlag. Elektrizität sammelt sich um eure Waffe, fügt eurem Ziel 7 Schaden zu und springt auf bis zu 3 Gegner in der Nähe über, wobei bei ihm schon 20% weniger Schaden verursacht wird. Ihr erhaltet 3 Sekunden lang 25% Schadensreduktion, nachdem ihr mit Sturmschlag Schaden verursacht habt. Und wir haben Klaue, verwandelt euch in einen Werwolf und schlagt eure Krallen in einen Gegner, um 7 Schaden zu verursachen. Boah, ist gar nicht so leicht, ne? Gar nicht so leicht, muss ich sagen.
So, verwandelt euch in einen Werbären oder in einen Werwolf. Was kommt denn dahinter alles noch so? Werwolf-Gestalt wandeln, Werbär. Wir probieren einfach mal hier Klaue. Werden ja schon sehen, was es dann letztendlich bringt. Beziehungsweise wir können die Fähigkeiten ja auch einfach mal durchrotieren. Das sollte ja auch kein Problem sein. Und dann machen wir uns mal so langsam da oben auf zur guten Höhle. Ach du Scheiße. So, Stab. Haben wir direkt einen bekommen, der besser ist. Wir sind jetzt hier als Werwolf aktiv. Kriegen auf jeden Fall schon mal dicke Hits. Wir legen direkt alles an, was wir irgendwie als Rüstung bekommen. Ich meine, warum nicht? Hilft uns ja alles weiter im Zweifelsfall. Hier können wir schon mal den Trank einsetzen mit Q. So, Moment, wir gehen einmal nochmal hoch, gegebenenfalls. Na. Ach doch, guck mal. Ein Zweihandhammer. Wir hatten hier oben sogar eine Truhe, aber die hilft uns nicht wirklich weiter. Dann würde ich sagen, Ruinen des Frostgeheuls. Dann gehen wir mal rein da. So, wir sind drin in den Ruinen. Alles ein bisschen erkunden, so gut es eben geht, ne? Ah, der Werwolf gefällt mir schon mal ziemlich gut. Ist wahrscheinlich so ein bisschen der offensivere Part zum Werbär. Ich meine, ich weiß es nicht. Dafür habe ich mich bis jetzt zu wenig mit Diablo und den Klassen beschäftigt. Habe jetzt hier aber mich für den Druiden entschieden. Weil ich mir vorstellen kann, dass das schon eine sehr coole Klasse ist. So, Windschere. Erzeugte Geisteskraft. So, wir könnten aber auch die Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Würde auch gehen. Ah, das klingt auch nicht schlecht. Gehen erstmal dafür und dann schalten wir die Fähigkeit frei. So, aber erstmal Klaue, 10% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Klingt doch schon mal per se nicht schlecht. Das nehmen wir mal mit. Und jetzt kommen wir hier in. Oh. Schwere Stiefel, zack. Okay, das hätten wir jetzt gar nicht mehr machen müssen. Man kann auch gedrückt halten, denn man muss gar nicht. Man muss hier gar nicht immer klicken. Irgendwie habe ich mir das angewöhnt, bei Diablo immer zu klicken. Warum auch immer, aber wie gesagt, das ist gar nicht notwendig. Sieht auch sehr, sehr nice aus, das Spiel, ne? Muss man schon sagen. Aktuell kämpft Diablo wohl noch ein bisschen mit Performance-Problemen. Also ich merke das auch immer mal wieder in so Cutscenes und so, dass man dann mal immer wieder so kleine Einbrüche hat. Aber, ja, wie gesagt, das wird bestimmt auch noch mit Fixen, beziehungsweise Fixes etc. wird das mit Sicherheit auch nochmal nachgepatcht, würde ich jetzt von ausgehen. Ja, das kommt halt alles nach und nach. Darf man jetzt am Anfang noch nicht unbedingt auf die Goldwaage legen. Und ich meine letzten Endes, wenn die Hardware gut genug ist, und das ist ja in meinem Fall jetzt zum Glück seit einem guten halben Jahr, dann sollte das ja auch kein Problem sein. Ich selber habe die FPS jetzt auf 120 begrenzt.
Ah, da kommen noch mehr. Eieieiei, da ist ein Kollege, der Schamane hier. Ja, aber wie gesagt, ich selber habe die FPS jetzt begrenzt. Und ja, bin damit jetzt sehr zufrieden. Hab dann lieber eine etwas konstantere... Framerate, anstatt dass sie zu... Na, komm her. Warum läuft der weg? Anstatt dass sie zu droppy ist, sag ich mal. Und ich sehe gerade, ich stelle den Sound mal auf 10% runter. Das sollte auch genügen. Damit das halt nicht wirklich in manchen Momenten... Da war es gerade schon sehr, sehr laut. Oh, im Fight. Ah, guck mal. Dem geben wir sogar direkt voll die Hake. Ja, wir haben einen feurigen... Den würde ich da mal zuerst machen, so zack. Die kassieren hier Hits, das kriegen wir alles noch gut hin. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die Story letzten Endes. Ich fand wirklich die Trailer etc., das sah wirklich alles mega aus. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt mal... Pass auf, wir nehmen mal den Sturmschlag. Wir nehmen mal den Sturmschlag und gucken dann einfach mal. Das ist so wie so ein kleiner AOE-Schlag oder sowas. So, das kriegen wir hin. Einmal hier die Truhe. Vor allem ist es halt auch wirklich interessant, den Druiden jetzt mal, weil das halt wirklich was Neues ist, ne? Die Klasse wie Zauberer, Barbar etc. Die gab es ja dann tatsächlich schon... Das ein oder andere Mal. Und im letzten Diablo gab es die ja auch schon, wie gesagt. Und ich spiele erst seit Diablo 3, weil davor war ich ja noch viel zu jung. Aber wie gesagt, da war das ja, sag ich mal so, oder da sind das ja so Standardklassen. Ne? Und der Druide spricht mich jetzt halt einfach auch sehr an. Muss natürlich auch jeder für sich selber entscheiden. Oh, wie düster das auch hier alles ist, ne? Ist unfassbar. Spricht mich halt sehr an und deswegen wollte ich das mal austesten. Enthaupteter Priester. Ach du Scheiße. Scheiße. Eieieiei. Na, okay. Es ist manchmal tatsächlich gar nicht... Gar nicht so leicht, wie man denkt. Hier muss man echt gut aufpassen. Aber wir haben hier auch leider... Wir haben hier auch leider nichts anderes, was wir irgendwie noch nutzen können. Irgendwelche... Pessa oder whatever. Das haben wir leider alles hier nicht. Mit ein bisschen Taktik kriegt man das doch so gut hin. Ist jetzt nicht das Problem. Ja, und die droppen hier auch immer wieder Heilpots, also von daher geht das auch hier gerade alles noch. Oh, da einmal wegspringen. Jetzt hauen wir einfach durch hier.
Den kriegen wir down. Dann kriegen wir ja schon eine Holzaxt, nochmal ein paar Schuhe. Sehr, sehr schön. Mal gucken, was haben wir denn hier bekommen? Wir haben hier auf jeden Fall eine nice Axt bekommen. Wir haben hier eine nice Hose gekriegt. Schöne neue Hände, schöne Schuhe. Aber wie gesagt, da haben wir erstmal ein bisschen was bekommen. Sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir hier so eine... Jetzt haben wir hier so eine Kordel, wo wir wahrscheinlich wieder rauskommen. Jo. Ah, sehr schön. Da sind wir wieder hier. Gucken wir ganz kurz. Na gut, das gucken wir gleich in der City. Ich meine, ich gehe nochmal kurz in die Fähigkeiten rein, ob wir wirklich hier den Sturmschlag behalten. Oder... Ja, es gibt viele. Es gibt viele nice Fähigkeiten, ne? Das ist gar nicht so leicht tatsächlich. Es ist gar nicht so leicht, aber es gibt wahrscheinlich auch viele Möglichkeiten, viele Builds, die man spielen kann. Das ist auch sehr, sehr cool. Ihr seid zurück. Wir sind zurück, yes. Wir haben es geschafft. Die alten Ruinen sind sicher. Eurem Dorf droht keine Gefahr mehr. Wirklich? Beim Licht. Ihr wurdet vom Himmel geschickt. Oh, es tut mir leid, aber wir haben kein Geld. Dafür haben wir heißen Eintopf, gute Gesellschaft und... Bleibt auf ein Getränk. Spült den Eintopf damit herunter. Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr uns Gesellschaft leistet. Auf unseren Retter. Eieiei, uns geht's gar nicht gut. Da haben sie irgendwas ins Getränk gemischt oder wir sind einfach sturzbesoffen, das kann auch sein. Die sehen aber alle sehr unbeeindruckt aus. Ah, und da werden wir auch direkt abgeholt, alles klar. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das sieht nicht gut aus. Ich sah meinen Leichnam und aus meinem Mund kroch Hass. Ein Vater verbrannte seine Kinder auf einem Scheiterhaufen und eine Mutter formte aus der Asche... Punkt, Punkt, Punkt. So schnell war ich nicht. Ich sah, wie die Schwachen erstarkten, ein Rudel Lämmer, das sich an Wölfen labte, Tränen aus Blut regneten auf ein Wüstenjuwel und der Weg zur Hölle wurde entzweigerissen. Dann kam ein Speer aus Licht und durchschlug das Herz des Hasses und der, der gefesselt war, wurde befreit. Radmas Prophezeiung. Alter Vater, was geht denn da drinnen ab? Das sieht aber ein bisschen sehr falsch aus, was da drin passiert. Ach du heilige Scheiße, das ist ja ein richtiges Massaker hier. Kerzenwachs ohne Ende ausgelaufen, Blut links von uns, Körperteile, Leichenteile, Gedärme, Schädel. Beim Körper der Mutter. So.
werdet ihr ihre Herrlichkeit bezeugen. Bevor ihr sterbt. Ist noch nicht so weit. Sie kommen! Das ganze verdammte Dorf! Aufstehen! Steh auf! Wir müssen uns den Weg freikämpfen! Da! Ergreift sie! Uiuiuiui! Jetzt geht's aber los! Das Licht uns schützen! Alter Vater! Ich sag dir ganz ehrlich, gegen so einen Werwolf würde ich aber nicht kämpfen wollen. Jetzt seid ihr gesegnet wie wir. Ach du heilige Scheiße. Wenn es das Licht so will. Was geht denn hier ab? Jetzt müssen wir erstmal mit Josef sprechen. Was es hier vor sich hat oder auf sich hat. Weil das war ein bisschen sehr weird. Also erst haben wir da geholfen, dann haben wir irgendwie eine Party gehabt mit Getränken und dann auf einmal waren wir weg. Huch, es geht denn da ab? Auf einmal waren wir weg und dann irgend so ein komisches Ritual, was da scheinbar vollzogen werden sollte mit uns. Mal gucken, ob er irgendwelche Antworten für uns hat. Ihr seid der Wahnsinnige aus dem Schuppen. Wahnsinnig? Diese Ketzer haben mich betäubt, als ich von den Ruinen zurückkehrte. Genau wie euch. Ich kam wieder zu mir und floh. Ich versuchte, in die Kapelle zu gelangen, aber sie war verschlossen und... Das sind die Blütenblätter. Wie übel ist das? Blüten? Aus Blut? Sie müssen sie mir gegeben haben. Ein blasphemisches Ritual. Wie haben Sie davon erfahren? Vielleicht liegt die Antwort in der Kapelle. Sie haben sie aus einem guten Grund abgeschlossen. Diese Frau, die sie angeführt hat, könnte den Schlüssel haben. Da ist er, Kapellenschlüssel. So, Gebete der Erlösung. Belohnung eines Helden. Wir haben die Quest jetzt erstmal erfolgreich abgeschlossen und ich würde sagen, für die erste Folge war es das dann an der Stelle auch erstmal, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da und lasst auch gerne ein Abo da. Ihr wisst, damit unterstützt ihr mich am meisten. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut da rein, euer Cyranos. Ciao, ciao.